Wo ist denn? Ich glaube von einem Gast zum anderen. Ich stehe aufs Reisen, aufs Wandern. Meine Hände sind schon ganz grün, es gibt so viel Mist, wenn ich will. Nein, das hat sich abgenommen, das ist was ganz anderes. Auch gut gefallen hat mir das Lied angesoffen und der Grießbar. Und Kehrzahlen brennen, Kehrzahlen ist ja schön. Ja, und kein Söll dabei, doch es gibt auch Söll dabei heute, die uns die Wachstropfen aus dem Anzug bügelt. Mit einer von uns gut ausgesuchten, glaube ich, musikalischen Menage. Also alle haben gewusst, was er spielt, nur er selber nicht. Der Leo hat ja die SMS geschickt, meine Damen und Herren. Mein Kind, sein Bruder, sein was weiß ich immer. Der Ryan ist ja so jung, also der Michael Jackson war so alt wie ich. Ja, den habe ich schon geschlagen, um ein Jahr. Siehst du, so kann es gehen? Ja, der Schneekel, genau. Achso, ja, ist die ungünstig. Ja, du kannst mit dem gerade. Nein, du musst es mit dem. Nimm das mit. Das kann man auch nicht, Mann. Das ist, ja, yeah, ja. Yeah. Here you can move. Ja, ja. We chose a song. Das heißt, wir haben das so gemacht, wir haben so einen großen Pool gemacht und ich habe gesagt, greif einmal eine und das erste Nummer ist das aus. Ich habe uns etwas ungewöhnlich, nur an die Bandkollegen würde ich gerne wissen, ist das richtig in A? Welche Nummer? Sieben. Die Nummer, die mein Spiel ist. Also erst einmal, bevor ihr anfangt, erst einmal möchte ich Danke sagen für die Einladung, Papa Bär. Es war mein tolles Fest. Es ist schön, ja, ich bin ein bisschen schlecht. Ich bin halt auch ein Sensibelchen. Wie schön, dass ihr alle gekommen seid, zum Weihnachten mit uns zu feiern. Und aus besagten Gründen, ich werde ganz unverschämt, also normalerweise mache ich das nicht, aber ich habe ganz unverschämt den Text in der Hand halten. Und das ist mir so egal, weil es ist Weihnachten und wir wollten euch was Neues vorspielen aus. Ja, aber den Zettel her, oder? Achso, ja, warte. Wie hast du den jetzt weg? Ja, verdammt, nein, ich möchte gern wissen, was da drauf steht. Ah, da steht nicht drauf. Lieber Karli Horner, liebes Brief. Zu Weihnachten wünsche ich mir, dass der Ryan Malloy kommt, weil der hat so eine Haut wie ein braunes Winterapfel, gut davon. Wie ein braunes Winterapfel, dass man direkt ein Stückel abbeißen möchte. Wir wünschen uns, auch wenn er. Nein. Sag mir den Liebesbrief nicht vor, bitte. Na, obwohl, auf der anderen Seite muss ich mir vorstellen, da steht, wenn der Ryan seine roten Strümpfe anhat, die Wasser mit gelben Strapsen auf seinen Hüften montiert hat und dazu seine weiße Katzenbrille. Was ist die weiße Katzenbrille? Trägt, dann würden wir auch. Das ist leider 2000 Euro für den Abend bezahlen. Geh rein, kannst du die umziehen, geh bitte. Es ist natürlich. Das steht gar nicht da. Nein, das steht ja gar nicht da. Hier steht: Der Bauer fährt mit dem Traktor auf das Feld, um die Früchte zu ernten. Welche Früchte? Die Frucht der Unzucht. Was hast du da für 10 Meter? Liebe Damen und Herren von der SPÖ, jetzt werdet ihr euch anschauen. Ist scheiße. Jetzt will man in der Regierung sein. Bist du Ryan? What the fuck? Ich sage so, du bist ein süßer Bimbo.
Den Hans-Christian Strache. Oh no! Steht auch drunter, na klar. So hat sich aber wirklich da steht. Nein. Wir lieben den Ryan. Ryan, welcher ist das? Ist das alles der gleiche Text? Nein, das ist was ganz anderes. Ich werde das jetzt sofort kontrollieren. Wenn ich mir ein Lied gegeben hätte, was über drei Seiten geht, dann hätte ich gesagt, ja, eh schon wissen. Okay? Ja, wir spielen jetzt, ich habe es nicht, wir spielen jetzt All Along the Watchtower, nein, wir hatten die Nummer Desolation Row von Bob Dylan. Und als junger Mann konnte ich, dann weil ich nicht dauernd am Fixen denke, habe ich einmal alle 26 Zeilen der Strophen von Aha, Brains Are Gonna Fall von Bob Dylan. Also wir spielen jetzt eine Nummer von Bob Dylan auf jeden Fall. Also wollt ihr die spielen? Bob Dylan, okay. Yeah.